Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Let's Play. Weil ich noch nicht weiß, ob es ein Let's Play wird. Wir spielen DK oder DK, DK wahrscheinlich. Das ist so eine Art von Spiel, die so gar nicht für mich gemacht sind. Ja, das Spiel hat ungefähr 15 Euro gekostet, darum nehme ich mir immer mal das Recht raus, mir solche Spiele dann auf YouTube mal anzugucken, mal einzuschauen. Ich war bei Schauerland drin, Grüße gehen raus. Dieses Spiel beinhaltet alles, was ich nicht leiden kann. Labyrinthe, wegrennen, verstecken, instant sterben und das am laufenden Band. Ja, optisch erinnert es mich sehr an Phobia, das verlinke ich euch nochmal hier oben. Es war ein sehr cooles Spiel. Auch da musste man weglaufen und hatte sehr viele verwinkelte Wege, aber es war alles machbar. War leider nur die Demo. Ich hoffe, die Vollversion davon kommt irgendwann raus. Das hier ist der blanke Horror im wahrsten Sinne des Wortes. Warum ist dann so ein schwarzer Balken? Ich hoffe, das ist die Tischkante, dass der gleich weg ist. Ja. Und ich... Also es kann sein, dass ich das Spiel wirklich nur anspiele. Ja. Wie eine Demo und dann lasse ich es oder ich drücke es meinem Mann aufs Auge. Ich habe noch keine Ahnung. Wir gehen einfach mal rein und schauen, was so passiert und wie das so läuft. Es sieht ja erstmal sehr gut aus. Ja, das Phobia hatte auch diesen lila Touch, so dieses leicht blurry. Es war sehr cool gemacht. Also sonst schaut mal da in die Demo rein. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Das ist ein super Spiel gewesen. So. Ich weiß, es sind unsere Speicherplätze, noch sowas. Speicherräume. Hasse ich wie die Pest. Ja, weil meistens viel zu selten. Das erste große Spiel, was ich wirklich schon mal abgebrochen hatte, war The Conjuring House. Da kam ich auch nicht weiter, das war unmöglich. Weil die Gegner direkt in dir gespawnt sind und das war irgendwann total ätzend. Ich würde es gerne nochmal spielen, falls sie es geändert haben, aber... Eins, zwei... 3. Okay. Hallo? Also ich kenne auch die Story nicht, ne? Ich habe nur immer so, ich scroll dann so grob durch. Und wenn du bei jedem Scroll einen Tod drin hast, dann weißt du schon, oh je. Ah, sieht cool aus. Schön gemacht. Spielt offensichtlich eine Frau. Wir können rennen. Wir können uns ducken, müssen aber festhalten. Okay. QE war noch irgendwas. Space to save. Okay. Okay, es gewittert draußen. Okay, ich habe eine Lampe. Das macht ja jetzt einen riesigen Unterschied. Okay, Pick Safe Note. Warte mal, wir hatten Escape, komme ich hierher und Tab ist das Inventar. Achso, okay. Das ist die einzige Ecke, wo die Dämonen nicht hin können. Das Licht der Kerzen ist sicher. Finde die Wahrheit. Alice Parker. Okay. Hier ist noch was. Da muss ich jetzt immer hier rein, um... The candles will make you... Die Kerzen sorgen dafür, dass du niemals vergisst. Okay, ich kann noch einfach zweimal Tab drücken. Oh ja, also jetzt ist es sehr dunkel. Es ist noch dunkler ohne Lampe. Muss ich immer da... Na gut, okay. DK, die wahre Hölle. Die Verantwortlichen waren verängstigt von der Szene, die sie gesehen haben. Dutzende von Körpern brannten in einem Szenario der Hölle. Okay, also irgendeine Klinik ist niedergebrannt. So wie es hier aussieht, wahrscheinlich diese hier. Ja, okay. Oh, kann ich hier durch? Ja, für Space. Ah, okay.
Die Lampe bleibt an, wenn ich da durchgehe. Aber was ist denn jetzt? Kann ich nicht rein. Gut, es ist also wirklich ein wenig heller. Da kann ich rein. Ich sehe nichts. Aufschieben. Die Tür. Ah, mit der Maus. Okay. Dieses Atmen macht mich vollkommen nervös, ey. Da liegt noch eine Note. 3 von 4, okay. Tod verwandelt sich in die Juwelen und Reichen. 23. Februar. Okay. Also nicht verwandelt, löst sich auf. Ja. Ach, das ist die andere Richtung. Ja, woher soll ich denn das wissen? Ich habe eine Karte gefunden. Wo bin ich denn hier? Living Room, Secretary, Safe. Ach, hier. Wir sind hier oben. Safe Room. Okay. Das zeigt mir der Fernseher. Nichts weiter. Es ist einfach nur dunkel. 3 von 4, das heißt, es müssen noch mehr Nachrichten irgendwo sein. Zu. Da war ich noch nicht. Hier war ich schon, ne? Ja. Komme ich nicht hinter? Nee. Kein. Ja, ja. Kann ich? Ich gehe mal zurück, weil. Mir fehlen ja irgendwie noch Nachrichten, bevor ich da hinten lang gehe. Wo bin ich denn reingekommen? Oh Gott, das fängt hier. Das fängt ja schon gut an. Office, da kann ich nicht rein. War ich hier schon? Oh! Fahrstuhl? Ah, da ist der Fahrstuhl. Okay, das heißt, ich muss jetzt links und
links. Ja, ja. Und am Flurende wieder links. Nee, das ist ein anderer Raum. Ah, Mist, ich bin, ich bin ein zu weit, ne? Ja, wenn ich jetzt rauskomme, muss ich erst rechts. Da. Genau. Ach, guck mal, hier ist noch ein Raum. Welcher ist denn das? Files und Hell. Ah, okay, da war ich noch nicht. Oh, wo komme ich denn hier hin? Diese Taschenlampe ist ein... Taschenlampe nicht, also diese Lampe ist ein absoluter Witz. Hell. Hier ist Hell. Okay. Guten Tag. Nee, das sieht nicht so aus, als ob hier noch jemand lebt. Ist zu. Da geht gar nichts. Hieß es nicht, das Kerzenlicht beschützt einen? Das scheint hier aber nicht so der Fall zu sein. Gut, aber in dem Raum hier ist anscheinend nichts. Komme ich jetzt hier wieder raus? Hä? Achso, hier, ja, Press Space, ja. Das Kerzenlicht sieht cool aus. So. Also jetzt war ich hier drin. Map. Files, jetzt stehe ich hier im Flur. Wo war ich denn noch nicht? Also gut, dann gehen wir mal geradeaus. Und dann gleich links, rechts. Geradeaus bis zur Wand. Links, rechts. Ja. Das machen wir mal. Links und dann gleich wieder rechts. Ach, dann kommen wir hier hin. Okay. Oh Gott, ist das anstrengend. Gerade aus der Wand, links, rechts. Jetzt stehe ich hier. Gut, das muss hier rechts muss ein Gang sein. Ja, genau, das war der, wo der Typ war. Yeah.
Scheiße, ich bin beim Fahrstuhl, da wollte ich nicht hin. Die erste links. Und die zweite wieder links. Okay. Okay. Gucken, ob wir das hinkriegen. Okay. Safe. Gut, wir haben einen Schlüssel. Ah, Office Key 4. Okay, jetzt, wo ist ein Office 4? Ich stehe in dem Safe-Raum. Office 4 ist genau gegenüber. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Schränke öffnen. Wo kommt der hierher? Patient 1. Blablabla. Oh, ach, das ist der Typ. Nach verschiedenen Tests stellten wir fest, dass er eine starke Persönlichkeitsstörung hat, die bestimmte Bereiche des Gehirns betrifft, an den Stellen des Cortex und des limbischen Systems. So. Kombiniert mit extremer Aggression. Liegt vielleicht daran, dass er für 3 Monate in Haft war, also gefangen war bei den Vietnamesen und schweren Quälereien ausgesetzt war und heavy blows to the skull, also er hat irgendwas mit seinem Kopf gemacht. Der Patient wurde mit Elektroschocks behandelt, mehrere Male, aber unglücklicherweise hat er mit mehr Gewaltbereitschaft reagiert und hat die Schwester angegriffen, in dem Glauben, dass sie die Vietnamesen seien. Er sollte ständig überwacht werden. Na, wunderbar. Das fängt ja schon gut an. Genau sowas hasse ich. Ja, ich kann mich noch nicht mal in dem Raum nebenan in Ruhe umsehen. Ist das Arschloch jetzt weg? Ich weiß nicht, ob der Türen öffnen kann. Wir machen die Tür mal zu. So. Ah, okay. Eins von vier. Three vestiges of life. Was sind... vestiges? Ah ja, ich...
Okay, heißt das, ich sollte jetzt sowas im Hauptraum und im Living Room finden? Das könnte natürlich sein. 2 von 4, okay, mir fehlt nur noch eine. Eine riesige Welle von Menschenmassen crasht gegen eine Steinwand. Ja, das scheint das Bild hier zu sein. In welchem Raum sind wir? Ach, wir sind jetzt Office 4, genau. Das war eben hier ganz gut mit dem Wegrennen. Ein Save. Press Space, wenn hilft die Combination. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich das, was ich von da kriege, ne? Also mir fehlt noch... Ich muss in den Hauptraum und in den Living Room wahrscheinlich, so wie das aussieht. Hier ist noch eine Note. Ich mal kurz auf die Karte. Der Living Room ist... hier. Ich bin jetzt hier. Da ist der Living Room. Der Maintenance Room ist da hinten. Ach du Scheiße. Gut, schauen wir mal, ob wir in den Living Room kommen. Also links bis zum Ende und dann rechts. Gut. Jetzt lesen wir erstmal die. Annie Wilson. Dr. Hill ist entzückt oder beeindruckt, besessen mit der Anweisung, es kann an seinem direkten Charakter liegen, aber es fängt an, sehr ärgerlich zu werden, schrecklich ärgerlich zu werden. Er fängt an, in der Sicherheit oder in der sicheren Zone zu sitzen und diese dummen Bilder zu zeichnen. Es scheint so, als wenn er sie bis ins kleinste Detail fertig machen möchte. Exclaimed Miss Annie, those paintings are not. Ah, okay, gut, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Okay. Also zum Living Room. Wir kommen jetzt hier raus. Wir müssen rechts rum. Also wenn wir hier runter kommen, rechts rum und dann links. Ach komm. Das nervt mich jetzt schon. Und ich kann mir keine Wege merken, das ist das Problem. Also, Safe Room. Hier runter, rechts rum, links rum. Okay. Man sieht ja auch nichts. Das ist aber nicht der Living Room. Rechts rum. Nee, das ist... Da rechts rum. Da bin ich richtig. Moment, hier ist Office 2. Das ist Office 2. Dann ist der Eingang. Moment. Doch.
Das müsste hier... Office 2. Doch, das ist Living Room. Da war ich schon. Das heißt, ich muss zum Maintenance Room. So eine Kacke. Kommen wir da hin? Living Room. Da habe ich jetzt rechts zu mir. Das heißt, ich muss an der Wand rechts und dann links. Aber hinter mir so eine Scheiße! Genau das meine ich. Keine Chance. Keine Chance. So, ich komme jetzt hier raus. Muss den Gang runter. Links gleich wieder rechts und dann links. Ja. Lauf doch! Ich weiß, was Schauerland gemeint hat. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich bin schon wieder falsch. Stopp, stopp, stopp. Ich komme jetzt vom Fahrstuhl. Links, links. Oh, komm. Ich frage mich, wie er die Geduld dafür aufgebracht hat. Und für diesen Scheiß habe ich jetzt 15 Euro bezahlt.
Und jedes Mal das gleiche Menü. Kann man sich doch sparen. Soll mich da einfach in ein Spiel stecken. Ich kann mir selber überlegen, ob ich einen Spielstand laden will oder nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Trick gibt oder keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wann der kommt. Mit dieser Funzel sehe ich noch nicht mal was. Nicht mal aus dem Raum raus. Weil das Arschloch hier lang läuft. Oh. Ey, leck mich doch am Arsch. Ducken, ducken, ducken. Bin ich jetzt im richtigen Raum? Nee, natürlich nicht. Wo bin ich denn? I'm done. Sorry. Das ist ja schlimmer als Conjuring House. Du hast ja keine Chance. Hat sich gerade für mich erledigt. Es tut mir leid. Ich werde das Spiel meinem Mann aufs Auge drücken. Der kann sich damit rumschlagen. Ich bin damit jetzt durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Interesse habt, dass mein Mann es weiterspielt, schreibt es in die Kommentare. Wahrscheinlich. Also ich werde zumindest, dass er zumindest wird das versuchen und dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich bin an dieser Stelle durch. Tut mir leid. Aber ich habe es vorher gewusst und ich ärgere mich jetzt. Aber gut, mein Problem. Schön, dass ihr hier wart. Schreibt mal eure Meinung dazu. Und bis dann.